In dem heutigen Video schauen wir uns eine neue Rolle an, und zwar die Shimano Vanquish FC. Wir haben sie hier im Wasser mit dabei, das heißt, wir machen einen ausführlichen Test am Wasser. Wir vergleichen sie mit der alten Vanquish und klären, warum die neue, der Stella, echt gefährlich werden kann. All das erwartet euch in dem Video. Nach dem Intro geht's für euch los. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tackle Talk mit Chris. Im Intro habe ich es ja bereits schon angekündigt. Wir schauen uns heute die nagelneue Vanquish FC an. Geht heute nicht um die Route, die neue Dialuna, die kommt wahrscheinlich in einem anderen Video. Heute geht es tatsächlich um dieses schöne Röllchen. Bevor wir die neue Vanquish auf Herz und Nieren testen, schauen wir uns mal den optischen Unterschied zur alten Vanquish FB an. Die FB habe ich hier in der Hand, die FC ist hier montiert auf der Route. Und wir schauen mal, was uns da auffällt. Zunächst gucken wir uns mal den Griff an. Wir sehen, ja okay, es ist ein anderes Griffstück. Das liegt aber auch daran, dass das hier eine 2500er und das eine C3000 ist. Die größeren Rollen haben in der Regel den breiteren Griff, die kleinen den hier. Also das ist kein so großer Unterschied. Das ist bei beiden Rollen relativ ähnlich. Wir sehen, bei beiden ist der Kurbelarm aus Carbon, sehen aber auch, dass der leicht anders geformt ist. Bei der neuen Vanquish ist das so ein Teil aus Carbon komplett gefräst. Und bei der alten ist es quasi irgendwie nochmal so angeschraubt mit ein bisschen Aluminium unten dran. Also hier ist mehr Carbon dran, spart auch nochmal ein kleines bisschen Gewicht. Dann schauen wir uns mal die anderen Teile an. Wir sehen, der Body ist bei beiden relativ dunkel. Das Schwarz ist bei der neuen tatsächlich schwärzer. Bei der alten ist das eher so ein leicht bläulicher Schimmer, aber trotzdem dunkel und eigentlich eine ganz coole Farbe, wie ich finde. Der Rotor sieht ähnlich aus. Wir haben auf beiden Seiten den Bügel mit silbernen Akzenten. Und bei der Spule haben wir, glaube ich, die größten Unterschiede. Denn die Spule der alten Vanquish, die ist schwarz und bei der neuen ist sie silbern. Finde ich tatsächlich ganz cool. Wir haben auch Aussparungen auf der Spule. Bei der neuen haben wir 1, 2, 3, 4 Aussparungen. Und bei der alten haben wir 3. Auch da wird wahrscheinlich nochmal ein halbes Gramm oder Gramm rauskommen. Der Spulenkopf oben, der sieht, naja, doch schon unterschiedlich aus. Bei der alten ist der Knob relativ weit nach außen geprägt. Bei der neuen ist er ein bisschen dicker, dafür ein bisschen flacher. Sonst fällt mir optisch erstmal nichts Größeres auf der Rolle auf. Aber nicht nur optisch hat die Rolle einiges an Unterschiede zu bieten. Nein, auch der Funktionsumfang ist unglaublich gewachsen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die neue Vanquish der Stella echt gefährlich werden kann. Wir schauen uns die technischen Details der Rolle mal kurz an, damit ihr wisst, wovon ich hier spreche. Ich will euch gar nicht groß mit Technologien nerven, ich blende aber trotzdem hier am Rand mal ein, wie viel Technik hier in dieser neuen Rolle verbaut ist. Das ist wirklich unglaublich. Angefangen von X-Protect, Silent Drive, Micro Module 2, also für alle, die das nicht wissen, das sind unglaublich eng gemachte Zahnräder, die da drin sind. Und die sorgen dafür, dass die einen unglaublich weichen Lauf hat. Da sind aber noch andere Techniken drin, die von der neuen Stella gekommen sind. Und die machen diese Rolle wirklich einzigartig. Unter anderem eins meiner liebsten Features, die Anti-Twist-Fin. Das ist eine kleine Finne, ich blende euch gleich mal Detailaufnahmen ein, die unterhalb des Schnurlaufröllchens sitzt. Und die sorgt dafür, dass ihr kein Gemuddel auf die Rolle ziehen könnt. Wenn die Schnur sich also vorne dran verheddert hat, verdreht hat und ihr zieht die Schnur da rein, dann streckt die sich und ihr wickelt sauber auf. Hilft aber auch, wenn ihr zum Beispiel Gegenwind habt und die Schnur mal so schräg unter der Rolle sitzt. Die muss nur hier an die Twist-Fin rankommen und dann schiebt die das automatisch nach oben. Das ist also ein Feature, was ich bei der neuen Stella unglaublich gefeiert habe. Man merkt es vor allem, wenn man leichte Wobbler gegen den Wind wirft und die twitcht und dann immer lockere Schnur einkurbelt, dann kann es häufiger mal passieren, dass gerade wenn man Gegenwind hat, man die Schnur unter die Rolle zieht oder irgendwie dann Kuddelmuddel auf der Rolle hat. Das passiert durch diese Twist-Fin nicht mehr. Also das ist wirklich ein geiles Feature. Und dann, ich hoffe, man erkennt es, ich muss, glaube ich, 20 Umdrehungen machen, bis die Spule einmal von oben nach unten gelaufen ist. Denn wir haben hier einen sogenannten Infinity Loop. Infinity Loop gab es früher das erste Mal bei den Karpfenrollen, bei den Big Bait, oh, das war ein Biss, bei den Big Bait Rollen. Und zwar sorgt es dafür, dass die Schnur ganz, ganz eng und sauber miteinander verlegt wird. Und diese saubere Verlegung ist wirklich brutal. Also ich blende das mal ein, den Vergleich. Ich kurbel mal hier an der Vanquish FC und dann mache ich das mal hier. Und ich zähle jetzt mal, Achtung, so, wir lassen sie mal ganz nach unten. Hier ist sie unten. Und jetzt zählen wir mal, wie viel Umdrehung brauchen wir, dass die Spule einmal hoch und wieder runter geht.
Eins, zwei, zweieinhalb Umdrehungen, dann ist die Spule, der Spulenkopf einmal nach oben und einmal wieder nach unten bei der alten. Jetzt machen wir das mal bei der neuen. Dazu werfe ich mal aus, weil hier haben wir ja Schnur drauf. So, wir kurbeln sie erstmal nach unten. So, jetzt ist sie unten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Jetzt ist sie erst oben im Anschlag. Sechs, sieben, acht, neun, neuneinhalb, fast zehn. Das heißt, wir haben fast zehnmal die Kurbel gedreht, bis dieser Spulenkopf einmal hoch und einmal runter ist. Und ich glaube, ich muss euch einfach mal die Schnurverlegung zeigen. Ich mache da mal ein paar Close-ups. Das ist unglaublich, wie sauber die Schnur hier auf dieser Rolle liegt. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch weiter werfe. Das mögen vielleicht nur 2-3 Meter sein, aber gerade beim YPC, wo ich mit dieser Route viel im Training gefischt habe, habe ich gemerkt, ich komme einfach an Stellen, an die die anderen nicht so schnell drankommen. Klar, das liegt auch daran, dass ich ein bisschen dünnere Schnur fische. Das macht sogar mehr aus, glaube ich. Aber trotzdem, diese enge Schnurverlegung hilft einem nochmal weiter zu werfen. Und vor allem ist es geil, wenn man Wobbler angelt, weil diese enge Schnurverlegung hilft einfach mit dieser Anti-Twist-Fin, dass wenn ihr Wind habt, ihr die Schnur trotzdem sauber aufspult. Also das ist wirklich richtig, richtig krass. Und die kurbelt sich einfach, als wäre da nichts dran. Das ist so, so geil. Also die Rolle macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und ich glaube sogar, wenn ich die Stella hier direkt nebendran halte, die Stella kurbelt sich nochmal wirklich ein Müh besser, aber nicht viel. Ein Müh ist es, mehr ist es nicht. Dafür ist die Vanquish leichter. Was das Gewicht angeht, die Rolle ist immer noch wahnsinnig leicht. Diese C3000 wiegt 170 Gramm. Das ist nichts. Auch die alte hat 170 Gramm gewogen in der Größe. Die kleinen Tausender wiegen 145 Gramm und eine 5000er wiegt 220 Gramm. Also eine riesengroße Rolle wiegt nur 220 Gramm. Diese Rollen sind ultra, ultra leicht. Deshalb habe ich die unglaublich gerne auf Barschrouten oder leichten Zanderrouten gefischt, wie hier zum Beispiel der 35 Gramm Dialuna. Wobei, hat die 35 Gramm? 38 Gramm hat die. Also sehr, sehr, sehr leicht vom Body her, aber trotzdem hat die Rolle Kraft. Und das Geile an der Vanquish ist, das ist ja eine relativ hochpreisige Rolle, die läuft unglaublich gut und unglaublich geschmeidig. Und die alte Vanquish, die läuft echt richtig, richtig gut. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsrollen. Als ich dann die neue in die Hand genommen habe, habe ich schmunzeln müssen. Denn die neue, da musste ich gerade rüber gucken, da hupt irgendjemand. Der will uns aber nicht überfahren, nee, der hupt wegen den anderen. Die neue, die kurbelt sich noch geiler. Das ist unglaublich. Also was sie da wieder geschafft haben, ist einfach next level. Und es liegt daran, dass die neue Vanquish unglaublich viel Technologie der Stella bekommen hat. Jetzt kommen wir zu Fragen aller Fragen. Vanquish FC versus Vanquish FB, welche solltet ihr kaufen? Und da müssen wir ein bisschen beachten, in welcher Situation ihr gerade steht. Wenn ihr eine neue Rolle haben wollt, dann solltet ihr, und ihr habt noch keine Vanquish, dann solltet ihr auf jeden Fall die Vanquish FC nehmen. Die Technologien, die von der Stella hier runtergekommen sind, wahnsinnig gut. Sei es die Anti-Twist-Fin oder Infinity Loop, das sind einfach Features, die Rolle wirklich massiv aufwerten. Zudem läuft sie einfach ein bisschen besser als die alte Vanquish FB. Die alte Vanquish FB ist aber nicht schlecht. Das heißt, wenn ihr die alte habt, müsst ihr nicht zwingend upgraden, außer ihr braucht eine neue Rolle und ihr findet die so wahnsinnig geil, dass euch der Mehrwert, wenn ihr die verkauft und die kauft, euch das wert ist. Ich für meinen Teil, ich werde beide fischen. Die neue finde ich geiler, hat man vielleicht schon rausgehört. Die Technologien, die da drin sind, sind einfach wahnsinnig geil. Aber die alte Vanquish FB ist trotzdem noch eine wahnsinnig gute, leichte Rolle, die wirklich viel Spaß macht. Von dem her, das ist meine Empfehlung dazu. Die neue Vanquish FC, eine echte Konkurrenz zur Stella, aber auch nur dann, wenn ihr eine Route habt, die ein bisschen kürzer ist und nicht so viel Balance als oder nicht so viel Kontergewicht zum Balancieren braucht. Denn wenn ihr eine Route habt, die ein bisschen mehr Gewicht braucht, dann nehmt ihr einfach die Stella. Die wiegt ein paar Gramm mehr als die Vanquish. Damit kriegt ihr einen besseren Balancepunkt. Die Vanquish also für ein bisschen leichtere, bisschen kürzere Routen meine absolute Empfehlung. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen ganz guten ersten Eindruck über die neue Vanquish FC bieten. Falls ihr die Rolle und auch die Route hier im Einsatz sehen wollt, unbedingt mal auf den Shimano YouTube-Kanal wechseln. Da gibt es gerade mit mir ein neues Video. Zander angeln in der Nacht mit Wobbler. Die Route, die Rolle im Einsatz. Könnt ihr euch anschauen. Ich werde hier jetzt nochmal einen Fisch fangen und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Ach ja,
Kanal abonnieren, Video liken, falls ihr Fragen habt, ab unten in die Kommentare. Wir sehen uns. Macht's gut.